Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Ich traue ihm nicht. Also generell traue ich eigentlich keinem außer mir. Und selbst da bin ich ab und zu mal vorsichtig. Er ist billig davongekommen, hat uns Ratschläge gegeben, eine Geschichte über einen Sonnenstein erzählt. Er hat uns seine Zusage gegeben, dass er Eredin nicht unterstützen wird. Und das ist ziemlich viel. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mit Hilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Wir oder ich? Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Meint er jetzt Triss und Yennefer oder wen meint er jetzt? Stufe 25. Hey, wie schnell wir jetzt leveln mittlerweile, ne? Ich war neugierig auf diese kleine Sache, die du klären musst. Als ich zuletzt in Novigrad war, hatte ich einige Probleme. Habe ich gehört. Ein paar Leute haben mir geholfen, andere wiederum nicht so richtig. Ich will's beiden zurückzahlen. Kommst du mit? Let's go. Wir fangen mit den Scherben an. Zu wem gehen wir? Wirst schon sehen. Ach nee. Wäre lieber sofort mitgehen, bevor ich nachher den ganzen Weg selbst stiefeln muss, ja? Geht das meistens immer ein bisschen schneller. Fast da. Wohin gehen wir genau? Zu Hurensohn Junior. Oh, hätte ich den mal doch platt gemacht, ne? Falsche Richtung. Hurensohn ist auf der Tempelinsel. Stimmt, aber wir sollten vorher noch etwas überprüfen. Soltan meinte, die Leute sagen, dass Hurensohn eher hier anzutreffen ist. Toll. Zauberinnen, deren Verführungen. Was willst du denn von ihm? Ich will ihm in die Augen sehen. Und dann? Weiß nicht. Kommt drauf an, was ich sehe. Ey, Language. Muss ich jetzt die ganze Zeit hier einfach durchspazieren? Dummer alter Ziegenbock! Du stinkst! Verpisst euch! Verschwindet! Hosenscheißer! Sonst! Ist er das? Nee, oder? Doch, könnte er sogar sein. Das hätte ich nicht erwartet. Hurensohn Junior war kein frommer Mann. Doch es kam der Augenblick, wo er zu allen Göttern gleichzeitig für sein Leben betete. Da die Götter Junior nicht mochten, gewährten sie ihm diese Bitte. Und viele Jahre später reute ihn nur eines, dass er sich im fraglichen Moment nicht mit dem Tod abgefunden hatte. Damals hatte er den notwendigen Mut, den er nie wieder aufbrachte. Das ist, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob das dann jetzt der gerechte Lohn sozusagen für das ist, was er gemacht hat. Ja, weil, wenn man ihn getötet hätten damals, wäre er relativ schnell oder relativ leicht, in Anführungsstrichen, davongekommen. Was wohl aus ihm geworden ist? Das werden wir gleich erfahren. Ja, so einen kleinen Smalltalk halten hier. Na du? Wer ist da? Weißt du, wer ich bin? Du Schlampe! Du kleine arschgefickte Hure! Hey, ihre Fetische haben jetzt hier nichts zu suchen. Was du mir angetan hast. An deiner Stelle würde ich aufpassen, was du sagst. Hexer! Das ist alles deine Schuld. Zufrieden, du Schwanzlutscher? Ich hab nichts mehr. Nicht ein kleines bisschen menschliche Würde. Oh!
Du Dreckskerl! Auf dem Weg hierher wusste ich nicht, was ich tun würde. Ihn zu töten war definitiv eine Möglichkeit. Immer noch? Nein. Dies ist schlimmer. Yes. Gehen wir. Das Schwerste haben wir hinter uns. Ab jetzt wird's angenehmer. Wo gehen wir hin? Zum Goldenen Stör. Ein Mädchen, das dort arbeitet, hat mir geholfen. Okay. You lead the way. Ah. Naja. So, mal gucken. Dieses Mädchen, wer ist sie nochmal? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Ja gut, das stimmt wohl. Also jetzt, benimm. So, mal gucken. Hallo. Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Hallo, darf ich fragen, ist das dein erster Run oder kennst du das Spiel bereits? Ich habe einen Run schon mal gehabt, aber mit anderen Entscheidungen. Und Kara, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, es war so richtig ausgesprochen. Wo soll es Kara heißen? Lass sie in Ruhe. Ah, ich schmeiße sie einfach raus. Zieht eure Waffen. Bringen wir es hinter uns. Was? Du willst ihr wehtun. Ich lasse es nicht zu. Wir streiten uns und machen einen riesigen Schwanzvergleich. Ich habe keine Zeit für sowas. Zieht eure Waffen. Da lache ich doch. Okay. Riesiger Schwanzvergleich. Ich würde wohl eher sagen, einen Vergleich mit meinem riesigen... Okay, never mind. Ey, nicht in den... Willst du sie verarschen? Siri, mach sie mal platt. Ich dachte, du bist ja... Ah, okay. Soll sie platt machen, nicht halbieren. Okay. Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Passt immer so, als ob ich gerade dich auch küssen oder sowas. Wer ist dein charmanter Begleiter? Ich bin deine Belohnung. Was machen wir? Ein Verteidiger der Unterdrückten. Einer, der gerne einen reindrückt. Okay, never mind. Ich mache einfach niemand Besonderes. Niemand Wichtiges. Ihr könnt gern heute Nacht bei mir bleiben. Oh, könnte einen okay. Niemand wie dich gebrauchen. Bea, du Hure, beherrsch dich. Oh, das shit. Ich glaube, du kennst dich gut. Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Was hast du denn so gehört? Was ich für krasse Zungenspiele drauf habe? Wirklich? Was denn so? Zum Beispiel, dass du ihr so oft aus der Patsche geholfen hast, dass sie aufgehört hat zu zählen. Und dass du sie zum Lachen bringst. Das gilt für Ciri. Andere Damen allerdings... Bea, ich stehe direkt hier. Schon gut, schon gut. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Mhm. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Oh. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen. Lebt wohl, ihr beiden.
Und pass also auf bisschen, die Aufhexer. Das werde ich. Bisschen Schweinereien hätte ich jetzt auch Bock gehabt. Oh, schade. Alles in Ordnung? Hallo, Griesgram. Du bist bleich wie der Tod. Warum nimmt ihr mich Griesgram? Du bist schon eine Augenweide. Na, danke. Hallo, Griesgram. Tja, du bist schon eine Augenweide. Ja, okay. Warte mal, ich glaube, ich bin also, deine Freundin, Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Kopper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Weil wir die ja übelst am Spurten sind, ja, und ich kann einfach so sprechen, als ob die gerade am Sitzen sind, ne? Kein bisschen außer Puste, nichts. Wo ist denn dein Freund? Hallo, bin der Geralt. Ihr habt aber hübsche Schminke. Und du könntest vielleicht Schminke gebrauchen. Du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egal, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Was? Kannst du das etwa nicht? Ich sag mal so, ist schon eine Weile her, wo ich das zum letzten Mal ausprobiert habe. Aber wahrscheinlich nein. Gibt durchaus auch Sachen, die ich nicht so gut kann. Kommt vor. Gleichfalls. Und danke, dass ihr Ciri geholfen habt. Ach, wir hatten keine Wahl. Konnten ein Mädel wie sie ja schlecht rauswerfen. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade 2 Pferde verloren. Und 2 weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Können wir vielleicht helfen? Nein, wir wollen nicht helfen. Was ist mit ihm? Ach, denk dir nichts. So ist Elgar halt. Heute Abend wird er wieder fröhlich sein. Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Pappalapapp. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Jetzt haben wir ein Problem. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Nein. Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Nein. Machen wir jetzt mit? Ah, komm, fuck it. Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Komm. Steh nicht auf Männer, dankeschön. Aber mal gucken, vielleicht kriegen wir was Schönes. Such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Ich stehe auf Reiten. Wirklich? Beweg dich. Ey. Steh mir nicht im Weg. Oh, das ist wieder Kacke, ne? Dass ich den Weg nicht sehe. Ich lass dir nur Vorsprung. Wo ich effektiv lang muss. Immer nur die nächste Zwischenetappe. Das ist Kacke. Ich weiß Hi. Immer noch nicht, warum wir deine Anwesen. Wobei doch, sehe ich ja wohl. Oh mein Gott, ich bin auch doof. Schneller! Das ist einfach den Weg lang. Einfach den Weg lang. Das kriegen wir wohl hin. Ey! Nicht überholen. Hallo. Was ist das denn? Schneller, du bummelst! Pass auf, wo du hinreitest. Das bummeln, ja? Du fällst noch. Ich muss sie einfach immer aufhalten. Oh, ich habe sogar gewonnen. Nice.
Was kriege ich jetzt? Ich kann dich nichts? Immer noch schlagen. Ich hab dich gewinnen lassen. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbringt doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Was, bei dem bleiben wir jetzt? Bei der anderen, die uns Essen angeboten hat, nicht? Auch schon ein bisschen doof, oder? Einige Stunden später. Hat doch gut geklappt, nicht wahr? Was meinst du damit? Du und Hiss. Das hätte ich nie erwartet. Ehrlich nicht. So spielt das Leben. Also seid ihr beiden jetzt... zusammen? Mit Yen habe ich mich oft gestritten. Viel Drama. Ich sage nicht, dass es schlecht war, aber... Aber was? Es war anstrengend. Mit Triss ist das ganz anders. Es fühlt sich harmonisch an. Ruhig. So wie es sein sollte. Ja, was denn jetzt? Magst du es wild oder lieber ein bisschen ruhiger? Oh, hallo. Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Oh, kann er mal mit seinen Bällen weggehen? Oh, ich würde gerne bei Ihnen bleiben. Trinken und Wettreiten. Von Dorf zu Dorf ziehen. Mir keinerlei Sorgen machen. Klingt nach einem guten Plan. Worüber machst du dir denn Sorgen? Erst müssen wir die... Ja, das sollten wir vielleicht zuerst machen. Märchenhaft. Aber zuerst müssen wir die wilde Jagd besiegen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Was soll das denn jetzt heißen? Kommt danach irgendwie die Jagd 2 oder was? Es kommt, wie es kommt. Ja, es kühlt, wie es kühlt. Du machst dir zu viele Gedanken. Es kommt, wie es kommt. Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Betrunken? Was meinst du damit? Ich verstehe dich. Hier waren wir betrunken. Betrunken oder albern? In beiden Fällen hast du heute gute Chancen. Das meine ich nicht. Ich wäre gern gewöhnlich. Nee, so langweilig. Du bist zu Großartigem geboren. Es ist deine Wahl, wer du bist. Eigentlich ja nicht. Dein Leben gehört dir, sonst keinem. Du legst fest, wer du bist. Geralt, du weißt, das hat noch nie gestimmt. Ja. Yeah. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk? Mein Fluch. Es hat mir all diese verkackt. Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Wir werden Iridin besiegen. Du wirst frei sein. Sie hat ja gerade schon gesagt, dass es nicht das Ende ist. Geschenke können auch zurückgewiesen werden. Ja, wie willst du dein Blut zurückweisen? Mal kurz eben raussaugen und dann Neues reinspritzen? What? Damit ist bald Schluss. Wenn wir Iridin besiegt haben, bist du frei. Wirklich? Iridin ist kaum allein. Es gibt andere, die Pläne mit mir haben. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Ja, er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Sei nicht naiv. Je schneller du diese Illusion loswirst, desto besser. Wie meinst du das? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Oder um 2. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Zweist du nicht. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Nein. Haben wir, bis uns jemand gestört hat. Oh, shit. Ganz schön kratzbürstig, dein Freund hier. Ihr habt viel gemeinsam.
Wie war es denn beim Händler? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwart Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Oh, no. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar. Wow. Ich werde nicht stehlen. Nein. Ja, always on the righteous path. Das ist nicht unser Bier. Ja. Meines aber schon. Das sind meine Freunde. Die kommen alleine, klar. Hör auf mich, Ciri. Ja, Pech gehabt. Wenn Ciri mit uns reiten will, tut sie's. Sie ist nicht dein Eigentum. Sie wird ihren Hals nicht für Diebe riskieren. Ey! Diebe und Schläger, what the fuck? Ach, du willst noch einen auf die Nuss? Ja, schön in den Rücken getreten. Und da auch nochmal, bam. Bam, Jung. Guck mal, der kann seine Deckung gar nicht so lange oben halten, ne? Ach, guck mal, seine Ausdauer geht da nicht runter. Ja, was will ich dir sagen? Fehler. Kann ich dir nicht... Kann ich den nicht einfach anzündeln? Nö. Okay, never mind. Ich muss, glaube ich, doch warten, bis der mal zuschlägt. Ja, was denn? Wow. Was ist denn das für eine Manier? Alter! Magst du auch mal zuschlagen? Alter, komm. Bam. Jung! Habe ich ihn jetzt getötet? Was ist los? Seid ihr verrückt geworden? Wir wollten feiern und uns nicht zum Er Reich hat mich schlagen. Geschlagen, ich habe mich bloß gewehrt. Das möchte ich bitte... Mit no? Ciris Begleiter. Und gerade weil sie meine Ziehtochter ist, muss ich gucken, dass sie immer auf Ciri. Dem rechten Pfad bleibt. So ungern ich es sage, ich glaube, ihr beiden solltet jetzt gehen. Ich weiß, die Magie ist verflogen. Tut mir leid. Ja. Ich gehe zum Fluss. Ich will spazieren gehen und eine Weile alleine sein. Tut mir leid. Also es tut mir eigentlich nicht leid, aber ich möchte sie jetzt ein bisschen besänftigen. Es tut mir leid. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du dich deiner Natur entsprechend benimmst. Yes. Wir sehen uns dann bei Rittersporn. Oh. Oh, Stufe 6. Es geht super schnell, Wen ne? Wen haben wir denn da? Hallo. Na du? Mm-mm-mm. Na du? Oh, das Feuer wollte ich gar nicht ausmachen. So, wollen wir den schnellsten, also den nächsten, Schnellreisepunkt, nicht den schnellsten. Die Wilde jagt euch alle. Zahltag abgeschlossen. Ah. Ich glaube, eure Eltern würden euch auch davon abhalten, irgendwelche Straftaten zu begehen, oder? Würden eure Eltern sagen, hey Mensch, kein Thema, ich mach mit. Geh mir aus dem Weg. Ja. Ist da Bescheid. Oh, wobei, da könnte ich lieber hinlaufen, ne? Wobei, ich muss an zwei... Warte mal, letzte Vorbereitung. Hilft Triss... Philippea zu befreien. Wer ist denn Philippea? Letzte Vorbereitung. Fangen wir mal hier an. Fangen wir mal hier an. Mal Lucky-Lucky machen. So. Die Pflicht ruft. Ich wollte gerade sagen, was macht ihr denn hier? So, muss ich jetzt hier. Ich muss hier, glaube ich, rein, ne? Muss ich das überhaupt machen? Letzte Vorbereitung. Muss ich das überhaupt machen? Muss ich nicht. Ich komme hier rein. Hi. Rüpel. Hey. Ja, so bin hübscher. Ich. Was sag ich denn? Ja, so. So kann man mich gerne begrüßen. Ich glaube, ich muss hier hoch. Warte mal, hier war es jetzt nicht, ne? Ah, doch. Da ist doch Triss. Hi. Hey. Dein Ausschnitt größer als letztes Mal? Bist du verrückt geworden?
Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Wie konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Ich hätte aufgepasst. Das hätte ich nicht tun sollen. Tut mir leid. Nur für immer recht geben. Es ist gut ausgegangen, aber es hätte auch anders enden können. Ich weiß, aber Imlerit ist besiegt. Das zählt. Außerdem würde ich nicht zulassen, dass Ciri etwas passiert. Das weißt du. Yes. Oh yeah. Hat er sie jetzt geküsst oder nur an der Nase geleckt? What the fuck? War das? Auf dem Weg in die Stadt kamen wir an brennenden Scheiterhaufen vorbei. Mit Anderlingen. Es wird jeden Tag schlimmer. Hier sind keine Magier mehr übrig, sodass sich die Jäger andere Opfer suchen mussten. Wir müssen alles so schnell wie möglich erledigen und aus Novigrad verschwinden. Okay. Hattest du Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Und die anderen? Keira? Margarita? Philippa? Keira wurde einmal in Velen gesehen. Seitdem keine Spur von ihr. Sie könnte tot sein. Ich hoffe, dass wir Philippa und Rita noch rechtzeitig finden. Rita. Immer positiv sehen. Das werden wir. Wir müssen es. Ich werde besser schlafen, wenn sie beide hier bei uns sind. Weißt du, wo sie sind? Yennefer sucht nach Rita. Und ich versuche herauszufinden, wo Philippa steckt. Weißt du, was Yen herausgefunden hat? Da musst du sie selber fragen. Ich war mit der Suche nach Philippa beschäftigt. Ich wollte gerade sagen, also im Notfall kenne ich da auch ein, zwei Tricks, wo sie dann wieder gut schlafen kann und auch schnell einschläft. Ist alles kein Thema. Bin immer für Hilfe bereit. Und? Hast du was herausgefunden? Einiges, was interessant sein könnte. Willst du die lange Version oder die kurze hören? Also bei der langen Version laufe ich Gefahr, dann wahrscheinlich nebenbei wegzupennen und dann eh nur ganz wenig mitzubekommen. Deswegen machen wir gleich die kurze Version. Warte mal. Kurz gesagt, sie war die ganze Zeit hier, in dieser Taverne, direkt vor unserer Nase. Sie saß verwandelt im Käfig und hatte ein Dimeritium-Band am Bein. Sultans Eule? Und warum ist sie nicht mehr hier? Weil Sultan sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren hat. Ja, das ist irgendwie wirklich typisch. Ja, das ist typisch, Sultan. Ein Mann tauchte auf, nahm Sultan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hat er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Sultan und verschwand wieder. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Ah, eine Feder. Super. Eine Feder der Eule Philippa? Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegium. Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Whatever. Ja, wir brechen sofort auf, ich habe keinen Bock allein zu laufen. Der vor dem Passiflora müsste passen. Gute Idee. Gehen wir. Trag mich. Ich bin ganz leicht. Ach nee. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, ist das hell. Oh, brennt einmal gleich die Augen aus. Da sind wir. Schön ruhig. Wir müssten ungestört sein. Fangen wir an. Müssen uns dafür vielleicht ausziehen. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Geht aber auch schon ganz schön falsch, oder? Nichts. Nur ein erstes Bild. Was? Unterbrich mich nicht. Ich muss mich konzentrieren. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra. Er hat sie. Das ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. Das war die jüngste Vergangenheit. Bei Dijkstra kann ja alles Mögliche passieren. Gehen wir. Nicht so schnell. Das erste Bild.
Was war das? Tell me. Nichts. Wirklich. Ja, Unsinn. Ich weiß, wie Hydromantie funktioniert. Das Bild ist erschienen, weil du daran gedacht hast. Es ist nur... König Tancred hat mich gebeten, seine Hofberaterin zu werden. In Kovir. Nee. Ausgeschlossen. Du hast natürlich abgelehnt. Hallo? Ja. Im Leuchtturm hast du Kovir erwähnt. Jetzt verstehe ich, warum. Oh, ich hoffe, du hast abgelehnt. Habe ich nicht. Ich habe zugesagt. What? Triss, ich dachte so, hast hier. Du in den letzten Monaten wirklich nichts dazugelernt? Tancred hat die Magier von Anfang an unterstützt. Die Evakuierung war nur mit seiner Hilfe möglich. Ja, und mit meiner? Jetzt möchte er den Rat und die Kammer wieder aufleben lassen. Ich soll beidem vorstehen. Ja komm, wenn wir sie gerade eh nicht umstimmen können, dann können wir auch gratulieren. Du hast es verdient. Die beste Entscheidung, die Tancred je gefällt hat. Vielen Dank. Ich hoffe, ich bin der Aufgabe gewachsen. Das bist du. Wenn du den Rat anführst, tut er hoffentlich endlich Gutes und hilft den Menschen. Maybe. Was ist deine Motivation? Ja, ach Gott. Die Vision war ein Haus, kein Königshof. Das ist das Haus, das uns in Pont Vanis erwartet. Okay. Wenn wir hier alles erledigt haben, die wilde Jagd besiegt ist und sich Ciri in Sicherheit befindet, würde ich dort gerne mit dir zusammen wohnen. Oh. Ich muss darüber nachdenken, ich ziehe das Leben als Hexer vor. Das wäre, glaube ich, die bescheidenste Antwort. Ich sage einfach bitte mal ja. Gut, dass gerade keine weitere Option da ist von wegen ja, aber nur wenn Yennefer mitkommen darf. Das sagen wir ihr später. Natürlich. Sieht aus, als hättest du schon alles geplant. Gefällt es dir nicht? Doch, perfekt. Doch, sehr sogar. Jetzt mal ein bisschen an der Nase rumnuckeln. Ah, vielleicht sieht man doch wirklich den Mund. Okay, never mind. Später erzähle ich dir mehr. Jetzt müssen wir erst Philippa finden. Gut. Na los.